Und ich fand scheiße von dir, habe ich dir auch vorhin gesagt, dass du ihnen dieses F-Wort auf den Kopf geschmissen hast. Weißt du, ja, ja, Fotze. Ich dachte so, respektlos. Aber dieses Du Fotze heißt bei uns, ist auch so ein Slang-Ding. Nach dem Interview habt ihr nochmal mit Nico gesprochen? Hast du nochmal mit ihm telefoniert? Klar. Sowieso, bei Rap Update kam diese Abstimmung danach. Ja. Was ist euch, was stimmt es, was Flair sagt? Ist Realness wichtig oder ist auch einfach nur scheißegal? Ich habe gekotzt. Das heißt, wenn er wirklich ehrlich wäre und er hat damals bei mir angerufen, pass auf, da kann der größte Hurensohn, da kann der größte Bastard sein. Wenn er recht, hat er recht. Wenn du mehr Props als ich. Jetzt lass mich schon mal ausreden, Nico Voice. Lass mich ausreden, aber ich werde dir mies eine Punchline. Okay, gut. Warte, ich geh schon mal. Ich will niemanden, mit dem du bist nicht Spiegelklatsche ficken. Will ich nicht. Na, wir sind Reporter von der Straße. Aber das, diesen Anspruch hast du, aber hat Kollege ja nicht. Darum ist er ein Schwanz. Warum? Weil er sagt ja diesen Anspruch nicht, dass er sagt, ich bin Straßenreporter. Hat er?